We have been on a summer residency here in Bad Gastein for 4 weeks. Artists basically from Germany and Austria. Usually my work is much more complex. You see inside these color fields like a structure that's kind of coming from an isometrical pattern structure that's like from rhomboids and triangles, which I use to produce very dense and complex geometrical structures. Hier in diesem Raum wiederum habe ich mir einen etwas jüngeren Dichter quasi als Patron genommen. Das ist Hermann Burger, eben also nicht nur Dichter, sondern auch Schriftsteller, der kurz vor seinem Tod, einige Jahre davor, hier war, auch zur Kur wegen einem Buch, und da aber dann auch eine neue Geschichte entstanden ist, die hieß oder heißt Die Wasserfallfinsternis von Bad Gastein. Und das größte Gedicht oder die größte Zeichnung hier im Raum ist eben auch das Gedicht Der Wasserfall von Bad Gastein. Und mir kam das sehr gelegen, irgendwie auf diesen Dichter hier zu treffen, weil er eben auch inspiriert von Paul Celan ist und in seinen Arbeiten selbst sehr viel über Sprache reflektiert und die Gedichte teilweise auch so eine Form haben, die schon an die konkrete Poesie grenzt, was ich eben in meinen Arbeiten ja auch tendenziell aufgreife. We shot a film here in Bad Gastein and we thought it would be nice to shoot it on analog for different reasons, but the thing is that it's not an easy thing to find material related to analog in Bad Gastein. So we did our efforts to find a projector and to find different rolls that we picked up from many places to be able to make a loop with it. And the idea behind the film was to actually look at Bad Gastein with an eye of a stranger, but at the same time going deeply into the history of it as a jet set city. Since usually we work very site specific, it starts with the research phase in order to prepare the work and to figure out what we would like to do. And since Bad Gastein is extremely rich in history, and it's just a lot of fun to really dig into all the political personalities that have been here, a lot of them also very questionable political personalities. And that not only for, let's say, that was not only in the past or in the 20th century, that was starting in the 19th century all the way until maybe the 70s, that this place here has been really frequented by incredible biographies and incredible people. Ich war hier sehr viel wandern und bin auf neue Ideen gekommen. Ich hatte vor, einen Film zu drehen. Einen Teil eines Films habe ich auch gemacht. Ich habe hier Requisiten gesammelt, mitgebracht, eingekauft, hier gefunden teilweise. Und die habe ich dann alle fotografiert auf die Art und Weise, wie man es jetzt hinter mir auch sieht. Ich habe in einem Auto gedreht. In einem SUV, und der ist vollgestopft mit den Sachen, und meine Schauspielerin bahnt sich den Weg mit der GoPro, kennt ihr, ne? Dadurch, das ist jetzt der Teil des Films, der hier gedreht wurde. Thank you.
Wir haben ja 2011 gestartet, im Sommer, zu diesem Thema Sommerfrische Kunst, was dieser Ort hier wieder für sich neu entdeckt hat und an alte Traditionen anknüpft. Und das ist jetzt das vierte Jahr der Kunstresidenz und wir sind froh und glücklich über den Verlauf, weil wir einfach innerhalb der vier Jahre eine gute Aufmerksamkeit geschaffen haben, sowohl bei den Künstlern als auch bei den anderen Leuten, die sich im Kunstmarkt tummeln. Und unser Ziel war immer, im Gegensatz zu großen Projekten, die viel Geld haben, unser Budget ist relativ limitiert, organisch zu wachsen und einfach mit Qualität zu überzeugen. Und ich glaube, das gelingt uns jedes Jahr und es wächst immer wieder ein Stück dazu. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel einen Ausstellungsraum dazu gewonnen im Kraftwerk, den wir über den Winter saniert haben, wo junge Künstler die Chance haben, ihre Arbeiten zu zeigen. Und eine Akademie gegründet mit Dozenten zum Thema Fotografie oder Zeichnung, wo auch wo die Leute die Rolle vom Betrachter zum Kunstschaffenden wechseln können. Und so bieten wir, glaube ich, ein gutes Angebot an zeitgenössischer Kunst, nicht abgehoben und nicht verständlich, sondern schon für jeden zu verstehen und nachzuvollziehen.